Ei Locos! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Wir zocken heute die zweite Story von Volta. Viele haben sich das gewünscht. Wir haben Nassim erstellt. Nassim können wir nicht im Stich lassen. Wir machen heute seine Story weiter. Wir wurden in eine Mannschaft gebracht. Ich weiß nicht, ob wir neu waren. Wir waren auf jeden Fall, haben unsere Mannschaft kennengelernt. Dann stand so ein Turnier fest. Dann ist unser Kapitän verletzt gewesen und jeder der Mannschaft ist rausgegangen. Keiner hatte mehr Bock auf die Mannschaft. Keiner hatte mehr Bock auf das Turnier und wir waren auf einmal nur noch zwei Leute und der letzte Kapitän und haben trotzdem das Japan-Turnier gewonnen. Kings! Und dann waren wir in Niederlande und haben auch da ein bisschen rasiert. Irgendwelche Fußball-Freestyler, die keiner kennt. Gut! Und jetzt spielen wir die Story von Nassim weiter. Ich weiß nicht genau, wo wir hängen geblieben sind. Wir gehen mal rein. Orale. War FIFA 20 ein geiles FIFA? Ich weiß es gar nicht mehr. War das ein geiles FIFA? Was war an FIFA 20 das geilste? Gab es da noch Icon-SBCs? Story fortsetzen. Boom! In Rio de Janeiro, Brasil, João! Okay. Wir sind in diesen ärmlicheren Vierteln. Da guckt einer Fußball, entspannt. Die Frauen machen sauber. Gehört es sich? Ja. Wie sieht's aus, Sid? Wir sind mit dieser Sydney in den Straßen, haben uns verirrt. Gleich wird unser Handy abgezogen, ich sehe schon. Der Typ. Achtet. Richtig aus. Echt jetzt? Der klaut unser Handy, kommt er uns hinterher? Nein. Die hat nicht mal eine Tasche. Wo will die ihr Handy hin tun? Und ist sie mit Handschuhen rumgelaufen? Da waren wir doch mit bei In The Journey mit Hunter. Seid ihr beide zufällig hier? Oh, rein zufällig. Okay, cool. Wir sehen uns. Hä? Eigentlich auch nicht. Wie geht's euch? Witzbold! Wir wollten zu dir! Tja, und da bin ich. Hey, trainierst du die Bobby? Ah nein, das ist nicht so glorreich. Ich darf bloß mitspielen. Training wäre nach dem Flug doch hilfreich. Du willst trainieren? Mit den Kids da? Die machen dich platt. Okay. Du meinst wohl, ich mach die platt. Okay, ich hau die so weg, wenn ich jetzt gegen die spiele. Wo du gerade bist. Junge, denk mal nicht, ich verliere jetzt gegen irgendwelche Kinder aus Schamgefühl. Ich mach die platt! Ich verliere jetzt ganz bestimmt nicht. Wer ist der? Wer ist der Rechte? Einfach irgendein Spieler ist gespawnt, okay. Oh, wo bist du? Komm her, Kleiner. Oh. Ey! Ich wollte ihm einfach in die Fresse schießen. Hat leider nicht geklappt. Oh, komm doch hinterher. Oh, kannst du nicht schnell rennen? Oh. Ups. Ah, hä, was war das für ein Schuss? Und tap. Kommst du überhaupt so hoch bis zum Ball? Komm doch. Los, los. Ah, shit. Oh. Ich konzentriere mich. Hä? Hey, schieß dich mal aufs Tor! Ja! Psst, alles gut, alles gut! Oh. Da hat wer den Ball verloren! Oh. Bisschen ins Tor reinlaufen! Digga, wie schlecht! Ich passe die ganze Zeit aus Versehen, ich weiß nicht warum. Nein! Es klingt macht noch ein 2-2. Nein! Halbzeit, okay. Hä? Wohin schießt der? Schnell raus. Die haben gewonnen! Guck, ich gebe keinem Hand. Ich habe nur der Frau Hand gegeben. Da hat er aufgenommen! Nein! Das hat wer aufgenommen. Wir haben ehrlich verloren gegen Kinder. Aus Respekt, Jungs. Man gewinnt nicht gegen Kinder. Wisst ihr, wie ich meine? Die haben eh nicht so viel. Wisst ihr, wie ich meine? Die sind in so ärmlichen Verhältnissen und so weiter. Man muss denen auch einen Sieg gönnen, dann wenigstens im Fuß, so in dem Spiel. Man kann denen nicht einfach jetzt auch noch den Sieg nehmen. Wisst ihr? So auf korrekt einfach. Fähigkeitsbaum, wir haben zwei Eigenschaftspunkte. Da will ich was machen. Okay, die Story geht erstmal weiter. Das sind keine Kids. Doch, ja, wir haben doch gewinnen lassen. Profisportler,
In kleinen Körpern. Hey, Bobby. Was ist mit den Erwachsenen? Die gucken gerade alle Vinicius im Fernsehen. Oh, ja. Den kenne ich. Warte, Profifußballer? Was gucken die denn? Wird ein Training übertragen oder so? Buenos Aires Straßenfußball-WM. So ein Promo-Event. Buenos Aires in Argentina? Mit anderen Straßenspielern. Izzy Hitman, Legenden der Straße oder so. Gehen wir auch hin? Und Vinicius macht geh mit? Ruhig. Legenden der Straße? Ich bleib lieber hier und spiele. Nee. Wir sehen lieber dich spielen, Bobby. Nicht die. Aber wenn wir fertig sind, gehen wir hin, oder? Hä? Junge, natürlich gucke ich mir lieber Legenden an in Buenos Aires, wenn die gegeneinander spielen, als dieser Frau zuzuschauen, mit irgendwelchen Kindern zuzuspielen. Hä? Was für eine Lüge, voll die dreckige Lüge. Wir wollen hier hinkommen. Dafür brauchen wir 4, das heißt, wir sparen erstmal auf 4 Skill-Moves. 4 Skill-Punkte. Alter Skiller? Ach, irgendwelche Skill-Übungen oder was? Ich laufe mal einfach. Und jetzt? Ach so. Hä? Hä? Was ist das für eine... Ah, warte mal. Ich muss Tricks machen. Oh, gerade noch so geschafft. Gar nicht gecheckt, was sie von mir wollten. Digga, was wollt ihr von mir? Jetzt muss ich mit Tricks an ihm vorbei. Okay. Okay, das hat nicht gezählt. Scheiße. Hä? Getunnelt! Welche Tricks waren hier OP? Ich sag euch ehrlich, ich drück einfach irgendwas mit L. Boah, das hat gar nicht geklappt. Egal, scheiß drauf. Juckt mich nicht. Oh, das ist geil! Oh ja, sowas will ich machen. Oh, First-Person-FIFA. Das ist doch mal geil. Okay, und was muss ich jetzt machen? Hier reinschießen? Scheiße. Gib mal noch einen Ball. Korrekt. Wir lassen die kleinen Kinder Bälle für uns holen. Gib mal, ich schwinge mal schnell Ball. Ey, Scheißendreck. Gib mal schnell Ball, ey, schnell noch einen. Ich habe noch nichts getroffen, Junge. Gib mal besser die Bälle. Du musst besser spielen. Wisst ihr, wie ich meine? Komm, ey, noch mal, bitte. Ey, Junge. Ja. Ich block ihn ab. Ey. Wollt ihr mich verarschen? 100 Punkte. Komm, schnell noch ein. Ich lupf jetzt ein. Ey, was ist das? Noch ein. Schnell. 2 Sekunden. Ach, es geht weiter. Oha, noch... Es sind 2 Runden. Mhm. Ups. Scheiße. Direkt 100 Punkte. Es fängt viel besser an. Es fängt viel besser an, Chat. Direkt nochmal 100 Punkte. Sehr gut. Nochmal 100 Punkte. Ich weiß nicht wofür. Oh, das war knapp. Kriegt man für so kleine mehr Punkte? Ey! Oh! 150! Wenn ich schieße vielleicht! Bisschen schießen? Okay, nee, 100. Schieß mal da drauf. Okay, auch nur 100. Okay, auch nur 100. Kann ich auch mal mehr als 100 bekommen? Nein. Gib mir noch einen schnell. Wir haben gewonnen, oder? Drei? Oh, alle guten Dinge sind 3? Digga, ich scheiße jetzt auf dieses Spiel, Digga. Ich gucke mich ein bisschen um hier. Oh, man kriegt die 3. Oh mein Gott, Chat, man hat schon 300 Punkte für diese Ding bekommen. Hier, das auch noch mitnehmen? Haha! Ich kenne die Cheats. Ich kenne die Cheats. Ich habe meinen Ball verloren. Ich komme nicht ran. Hallo? Wohnt hier wer? Mein Ball ist da. Ich kann ihn nicht holen.
Ja, das gibt mir mehr GTA-Vibes als FIFA, ne? Das ist krass. Ja, auf jeden Fall. Guter Mülleimer. Stark, EA. Gib mir den Ball. Ich brauch direkt einen. Gib mir einen. Warum hat er immer mehr Punkte als ich? Er ist voll der Schwanz. Ich gönn ihm gar nicht. Guck mal, er hat jetzt schon 900. Wie hat er jetzt schon 900? Kann mir das einer erklären? Wie hat er jetzt schon 900? Verstehe ich nicht. 300! 300! Okay, keine. Er ist schon bei 1400. Scheiße. Ey, guck mal, er nimmt mir die Bälle weg. Oh mein Gott. Was ein Schwanz. Komm, schnell, gib mir einen. Nassim, bitte. Wie hat er... Oh, es ist ungefähr gleich. Wir haben 2000 Punkte. Wir haben mehr. Wir haben gewonnen. Ja! Let's go! Wir sind hier in Rio de Janeiro mit unserer Mitspielerin Bobby Pillay und wir Kennt werden keiner. Uns von Kids austricksen lassen. Von Kids, die in 10 Jahren die WM gewinnen werden. Ref, Spiel gegen Bobby. Bobby, zeig uns was. Okay. Respektlos. Aka 3000! Oh! Nein! Ich war noch nicht so weit! Nicht mein Problem, ich poste das jetzt. Komm schon, spielen wir Fußball? Oh, Bobby sieht mehr aus, als wenn sie an irgendeiner Tankstelle arbeiten würde. Timothy Challenge. Nicht so wie so eine Freestylerin, wisst ihr, wie ich meine? Ja, Big Timothy hört sich gut an, gute Idee. Wovon redet ihr da? Okay, es ist ganz einfach. Es ist eine Challenge. Siegen wir, kommst du zurück. Siegst du. Hast du die Wahl? Das ist eine scheiß Challenge. Von mir aus. Na komm. Hä? Die kriegt ja nicht, wenn sie gewinnt. Du musst doch wenigstens sagen, hier ein Batzen, wenn du gewinnst. Oder McDonald's essen auf Nacken wenigstens. Kein Sinn. So, wenn du verlierst, musst du was für uns machen. Und wenn du gewinnst, kannst du machen, was du willst. Was du willst? Und sag einfach ja. Abkommen. Gut. Gut durchdacht. Das war stark. So. Müssen wir wieder gegen die Kinder spielen? Wir müssen wieder gegen die Kinder spielen. Ich spiele aber nur mit Revy. Ich spiele nur mit Nassim. Guckt euch diese schönen Locken an. Jetzt dürfen wir nicht verlieren. Und konzentriert euch. Jetzt kann er schießen. Ich hätte das gehört zur Story, dass man verliert. Denn jetzt kann er schießen. Boom, weg mit dir. Ey. Ich wurde umgenockt. Ich nehme alles zurück. Ich muss mal irgendwen umnocken, Chat. Dass die merken, wie ernst mir das Spiel gerade ist. Die führen! Wir brauchen den Team, damit wir guten. Aber wo ist dieser andere, den wir in Niederlande bekommen haben für uns? Der ist auf einmal nicht mehr da. Komm! Ja! Das ist ein Tor. Easy. Unentschieden. Oh, da wäre den Ball verloren. Oh! Kurz bisschen jubeln. Haben wir gewonnen? Meine Kinder sind einfach besser als diese Frau hier. Wir haben doch genügend Stürmer. Ich würde lieber ihn hier nehmen. Boah, Nassim ist verschwitzt. Du musst wieder zurückkommen, ne? Vinicius! Hey! Lust auf ein Spiel? Gern. Wer ist der andere? Ref, Bobby, Vinicius Junior lässt anfragen, ob wir gegen Vinicius Junior spielen wollen. Und gegen ein paar meiner Freunde. Kennt ihr Issy? Nein. Ja. Und Vinicius Juniors Freund Issy Hitman. Keine Ahnung, wer das ist. Vinicius Juniors eigene Worte. Also gut. Hallo. Hi. Hey. Ich bin Issy. Vincentius, okay. Alles gut? Hi. Frische Seiten, Brudi. Okay, hi. 3 Tore zum Sieg. Sit. Kann ich ihn umlocken? Soll ich ihn umlocken? Wer ist Issy Hitman? Kennt man den? Soll man den kennen? Okay, let's go. Bei sowas mache ich keinen Spaß. Keine Ahnung, wer seine Kollegen sind, aber wir spielen gegen Vincentius. Ich spiele das ganze Team, okay? Habe ich schon wieder entschieden, das ganze Team zu spielen? Weil ich kann mich nicht dran erinnern. Lol, hat einfach Pantomime auf uns gemacht. Oh mein Gott. Nassim, du musst regeln. Nassim. Lauf. Das ist unser Tor. Ja! Let's go, mach auch den Pantomime. Oder tanz ein bisschen auf Portugiesisch, okay. Ja, reicht. Geschlafen, Vinicius! Oh.
Dafür hat sein Kollege mich schlafen geschickt. Oh. Ja, das ist ein Tor. Jawohl, 2-2. Ah, wie nix, dieser Ball gegen Frau verloren. Ah, oh nein. Ich lach gar nicht mehr in dieser scheiß Geschichte, Alter. Jedes Mal krieg ich dick Karma, was soll das? Hey, alles klar? Wir haben gerade verloren, oder? Ja. Und zwar gegen Vinicius Junior. Wir sind hier, weil ihr echt gute... Was hat er gesagt? Vinicius Junior? Vinicius? Spieler seid. Woher weißt du das? Ich hab ein Video gesehen, Mann. Sie hat dich ausgetrickst. Oh. Er braucht dich nicht. Deine Schuld. Respektlos. Ich hätte gern noch eine Chance. Die bekommen wir. Aber jetzt habe ich erstmal ganz andere Sorgen. Was denn? Was? Die Weltmeisterschaft? Mit meinen Mitspielern? Ey! Sie ist heiß, das ist wichtig. Das ist echt wichtig. Wie viele Skillpunkte haben wir? Ich glaube, wir sind aber... Nee, zwei steht da oben. Hä? Wir haben nicht einen mehr bekommen? Unkorrekt. Guten Abend, Ravi. Mein Name ist Beatrice Villanova von Villanova und Partner. Wir repräsentieren einige absolute Top-Spieler. Ist das die aus dem Journey? Zeit. Wir folgen deinem Channel und du hast uns ziemlich begeistert. Okay. Meine Partner und ich möchten dich zu einem Straßenfußballturnier hier in New York einladen. Wir denken, dass das die perfekte Gelegenheit ist, allen deinen Leistungsstand zu zeigen. Okay. Hast du Interesse? Sag Bescheid. Also eigentlich, ich könnte sogar ablehnen, theoretisch. Ich könnte zu anderen Sachen reisen, aber natürlich gehe ich nach New York. Ist doch klar. Nach New York! Und wir sind da. Wir haben nicht mal geantwortet und sind schon da. Yo, was ist los? Ich würde ehrlich mal gerne in New York sein. New York, bestimmt geile Stadt. Wir haben eine Einladung zur Weltmeisterschaft in Buenos Aires. Das ist doch viel geiler! In Buenos Aires ist das. Das heißt, Bilder von Buenos Aires, Bilder von Argentina. Hier, komm! J10 fährt zur WM! Hey, hey, hey. Oh, ja. Hier. Oh, Jay wird austreten. Boah, sieht auch clean aus. Sehr sexy. Es ist wirklich toll, hier in New York zu sein. Das ist, die Chance... Vinicius ist auch wieder da, Junge. ...Fans, die Profis zu sehen und die... Seine Stimme! ...Straßenfußballer gemeinsam auf einem Feld zu erleben. Hunter! Hey! Wie? Hä? Hunter! Danke, Mann. Hä? Bin gleich bei dir. 2 Minuten. Oh mein Gott! Was geht, Ed? Was? Ist im Stress. Da gibt's ich komm nicht drauf klar. Einfach Alexander wurde kurz gezeigt. Die Stories crossen sich. Nicht schlecht gemacht, EA. Nicht schlecht gemacht. Also war es die Managerin von Alexander. Jetzt wissen wir auch, dass sie ein bisschen link ist. Angeblich Kids, die uns entthronen wollen. Aber sie sollten kapieren, dass Spieler wie ich, Jairzinho und mein Freund Izzy Hitman, wir haben Straßenfußball groß gemacht. Ah, okay, ich weiß nicht mal mehr, wie du heißt. Ich hab deinen Namen vergessen, Junge. Übertreib nicht. Okay. Oh, wow. Das ist... Hey, Ravi! Ravi! Oh Mann, meine Crew flippt total aus. Und du irrst dich auch nicht? Mhm. Na klar doch. Ich folge Revs Channel schon seit Ewigkeiten. Deine Skills sind krass. Machen wir nicht erst seit 7 Tagen oder so erst Videos? Kann ich ein Foto? Danke. Oh wow, Wahnsinn. Hey, viel Glück im Turnier. Freut mich sehr. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Foto mit wem gemacht habe. Da war ich auch komplett überfordert. Hab bestimmt noch nie so hässlich ausgesehen auf irgendeinem Bild. Spaß beim Zuschauen. Wie geht's, Superstar? Wie geht's? Follower sind schon eine geile Sache. Yeah. Da bist du ja. Hab mir schon Sorgen gemacht, dass du nicht kommst. Link! Zum Wort. Wofür? Wenn man immer Termin einhält. Pünktlich? Ja. Fremdwort für ihn. Hey.
Beatrice Villanova. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Du musst so langsam auf die Bühne. Ich mich nicht. Der Draft ist in 2 Minuten. Ja, dann ist ja noch Zeit. Wir haben uns schon kennengelernt. Vinicius, Griezmann, Hunter. Chill, Ref. Du hast gleich am Anfang gedraftet. Was? Hast du die Mail nicht bekommen? Welche Mail? Dieses Jahr wurden die Regeln geändert. Es ist Straßenfußball. Und deshalb dürfen die Straßenspieler sich dieses Jahr ihre Profiteams aussuchen. Ich sag mir, das macht gar keinen Sinn. Eigentlich sollten doch die Profispieler sich einen Straßenspieler aussuchen. Catadraft? Ja, genau. Ich dachte, ich spiele vielleicht sogar mit Hunter. Entschuldigst du uns für einen Moment? Kein Problem. Ich spiele nicht mit Hunter jetzt, oder? Viel Erfolg! Lass mich mit dem Glatzkopf spielen, bitte. Er ist auf jeden Fall wieder da. Er ist da. Und wieder sein hässlicher Style, Alter. Oh, der ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Ah, nee, wir dürfen uns nur eine Mannschaft auswählen. Aber woher soll ich wissen, wo Hunter gerade spielt? Entweder bei Real Madrid. Real Madrid wird Vinicius sein. Dortmund, glaube ich nicht, dass Hunter da ist. Ich glaube PSG, oder? Ich glaube, er spielt bei PSG. Kann das sein? Wo spielt Hunter? Ich will mit Hunter zusammen spielen. Nein, ich will nicht mit Vinicius. Mach Real Madrid, Hala Madrid. Juckt mich nicht. Nirgendwo. Als oh. Griezmann ist auch angeblich irgendwo, aber wo? Hä? Okay, wir machen es so, wie wir es immer machen auf dem Channel. Hey Siri, sage eine Zahl zwischen 1 und 5. Zufällige Zahl zwischen 1 und 5 ist 4. Man City! Okay, Man City wird genommen. Mir fällt gar kein ein. Aguero? Wäre geil, aber wird keine 5-Sterne-Skills. Hey, wo ist Jay? Oh, in der Reha, Mann. Für sein Comeback. Kann nicht mehr allzu lange dauern. Was willst du denn hier? Was? Was will der denn jetzt? Der gerade eben schon so arrogant, auf einmal kommt der so eklig von der Seite. Ich habe gerade mit Jay telefoniert. Er ist gesund. Ja? Ja. Warum bist du ohne ihn in New York? Erklär's mir. Ich bin hier, um zu spielen. Ah. Das Event ist für Legenden. Junge, ich hätte ihm so eine Backpfeife gezogen. Ist der eine Legende? Eher nicht. Warum labert ihr mich voll? Siehst du, null Respekt. Hä? Wir wollten Bobby, nicht den. Was soll das heißen, Mann? Denk nach. Hey, kannst du überhaupt spielen? Weißt du was? Du hättest im Boiler bleiben sollen. Ja, 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 da hättest du was lernen können, Mann. Hey, Ed. Hey, Mann, wie geht's? Nur der Asiat ist korrekt. Der ist doch korrekt, oder? Oh, no. Ja. Ich sag's doch. Natürlich sind wir eine Legende. Nassim, mit den Babalocken. Okay, wir spielen erst gegen Liverpool. Mit wem spielen? Wir haben ernsthaft die Mannschaft mit Fernandinho und Stones genommen. Fernandinho und Stones. Ja, natürlich spiele ich nicht mit dem Team. Warum sollte ich Bock haben, mit Fernandinho oder Stones zu skillen? Ich spiele nur mit Nassim. Kein Sinn. Okay, let's go. Wir müssen die anderen, nicht die anderen Mannschaften, aber die anderen Street-Footballer wegklatschen. Okay, da, okay, die haben auch nur Robertson und Van Dijk, also auch keine Skiller. Dann ist es ja wenigstens fair. Boah, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Der Rasen und so. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Erstens ist es eine Frau und zweitens tunnelt sie ihn. Bernardino, knall ihn rein, Junge. Ja, Jungs, ja, Stones, ich hab schon immer gesagt, Stones der Beste. Wow, ey, ich kann rumlaufen, ich kann rumlaufen. Ich wusste es, ich wusste direkt mit City, das ist die beste Mannschaft. Was macht Stones da, Mann? Stones ist Schrott. Was macht der? Junge, du musst doch nur dich abschießen lassen, Mann. Er hebt sein Bein hoch, wie schlecht kann man sein? Warum habe ich City genommen? Ja, ich habe auch noch Van Dijk auf meiner Seite, das ist auch respektlos eigentlich, ne? Fernandinho, let's go! Gutes Duo. Ja, meine Vorarbeit. Das war geplant so. Ja! Nassim! Wer ist keine Legende? Ja! Nassim! Wer ist keine Legende? Wo seid ihr? Stark Stones. Ja, ist offen, ist offen. Du musst ihn nur reinschießen. 5-2. Hä? Geht's nicht bis 5? Ah, es geht einfach auf Zeit. Ja, okay. Ja, dann hier der Endstand, wie wir gewonnen haben. Ja! Ey, so eine gute Zusammenarbeit. Oh!
Let's go! Ich halte den Ball hier. Haha! 3, 2, 1! Ekliger kann man nicht sein! Oh, Liverpool ist raus! Und Massim ist weiter! Spieler verpflichten können wir nicht, weil es ist ja klar, das ist ein Profi-Spieler. Gegen die Frau von dem Team, was wir gerade gezockt haben, also gegen die Street-Footballerin, hatten wir ja schon mal gewonnen, deswegen nichts Besonderes. Ich will unbedingt Edvan Rils wegklatschen. Gegen wen spielen wir jetzt? Wir spielen gegen Zagadou? Oh, der Japaner, den will ich gar nicht. Und Akanji? Hä? Kein Sinn, was ist das für ein Kack-Team? Also gute Verteidiger, aber Street-Football? Oh. Digga, ich rede nie wieder schlecht über irgendwas. Akanji hat einfach ein Ding reingeknallt. Jungs, ich laber nie wieder mehr. Wir müssen uns konzentrieren, Jungs. Ja, Bernardino, schieß einfach. Ja! Oh, Bernardino, du hast dir das Dino verdient. Alles gut. Drück mal L2. Okay. Perfekt. Wir haben gewonnen. Oh! Was eine gute Kombo, ich und Fernandinho sind. Von 0-2 auf 4-2. Nicht 5-2 sogar, 6-2 sogar. Das Ding ist, ich will gar nicht gegen den Japaner gewinnen. Oh, respektlos. Respektlos. Oh. Tut mir leid, Zagadou und so. Aber die hatten auch nur Verteidiger. Nassim hat es wieder geklärt. Okay, das waren zwei uninteressante Gegner. Jetzt möchte ich die, die Scheiße über mich gelabert haben, die möchte ich weghauen. Okay, let's go. Ramos. Ah, und jetzt der Arrogante. Der meinte, ja, das ist keine Legende und so. Okay, ja, wollen wir sehen. Wollen wir sehen. Spiel mal mit deinem 58 Tempo groß. Boom. 1-0. Alles gut? Alles gut? 2-0. Dieses Spiel spiele ich zu 0. Hier lasse ich kein Tor zu. Ich konzentriere mich gerade so krass. Ja! Zu mir nochmal. Ich will nochmal ein Tor machen. In der letzten Sekunde. Wie in Hallenturnieren damals. Komm! Nein! Nein! Egal, wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste. 9,7er Bewertung. Sexy. Wie schon im letzten Spiel. Ich dachte, wir lachen den nochmal aus oder lachen wir den danach aus? Oh, jetzt geht's weiter. Okay. Nach links. Das andere links. Leg doch die Kamera. Nein. Perfekt. Also, wir sind hier beim New York Pro Street Ding und bei uns... Cut. Ja, korrekt. Ich film gerade. Oh, bitte entschuldige. Es gibt eine Anfrage für ein Fernsehinterview. Yes! Das hier geht schnell. Die Zeit haben wir nicht. Machen wir eine Pause. Ich komme sofort zurück. Ich warte 10 Minuten. Oh, Scherzkeks. Es ist wirklich schade. Ey, wo muss sie denn hin? Legenden fehlen. Sie wurden durch jüngere Leute ersetzt. Die ist immer noch so link wie vorher. Und da ist dieser Eklige. Ah, er macht den Paris-Spiel. Gleich gegen dich gibt dir so eine Klatsche, ne? Nicht dasselbe Leistungsniveau haben. Hey, hey, Mann. Du wurdest eingeladen, ich wurde eingeladen. Lass den Mist, ja? Genau das meine ich. Die Kids von heute haben keinen Respekt. Du zerreißt dir dein Maul über mich in der Glotze, Mann. Ich sag bloß die Wahrheit, Mann. Guckt euch das Trikot an, Watto! Und du hast dieses Spiel erfunden, oder was? Das reicht. Es reicht. Schwör einfach ab mit deinem kleinen Bodyguard. Du bist es nicht wert, Mann. Van Kills, was ist sein Problem? Hey, 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 du musst lernen, mit den Neidern umzugehen. Ich kenn dich aus. Ist mir das peinlich. Nein, Mann. Oh, jetzt bin ich vor dir so ausgetickt. Nein, nein. Nutze diese Wut, aber auf dem Platz. Nur da ist sie nützlich. Hm? Ja, hast recht. Ja, ja, ja. Das hier, das ist... Du vergeudest Zeit und Energie. Okay, Dude? Okay. Danke, Mann. Vinicius, bester Mann, Junge. Okay, jetzt spielen wir gegen ihn. Ich drück ihm so eine dicke Klatsche rein. Bernardini und Stones gegen Ngui und nein, Angel. Ich hätte so gern mit Angel zusammengespielt, egal. Ja! Kein Tor hat so geschmeckt wie das hier. Stark, Bernardini. Ist das Bernardini oder Neymar? Nein. Okay, Mann.
Gut einfach ausgedribbelt. Oh! Kann man machen! Arigato gozaimasu! Ich hab's doch nicht mal gesehen! Ich hab die Drecksmusik ausgemacht! Wir führen noch. Nein! Eigentor von Stones und es steht 3-3! Ja! Alles gut, Ed van Hills! Ja! 60 Sekunden und nochmal ein Tor für uns! Ja! Das war der Lutsch-In-Jubel! Oh. Ja, ich bin. Oh, ich bin doch nicht durch. Doch. Bin durch. Ja! Oh. Wir sollten gewonnen haben. Ja! Und nicht ein Tor vor dem Glatzkopf. Wir geben ihm die Hand. Okay, haben wir nicht. Sauber. Ja, und wir haben den nächsten Pokal. Let's go, Nassim. Wenn dann die New Stones, ihr habt eh so viele, gönnt mal, dass ich den behalten darf, bitte. Ich sage euch ehrlich, Nassim ist schon cooler als Hunter, Alex Hunter. Aber vielleicht auch, weil wir ihn komplett selbst erstellt haben. Levi! Ist sicher ein super Gefühl. Ja, ja, fühlt sich okay. Nein, wir sind die Größten. Wo ist etwa Dries? Ah, sorry, Mann, du bist echt nicht schlecht. Oh, Van Gils! Van Gils, sorry, ich hab dich nicht gehört. Gute Arbeit, ihr wart richtig gut. Oh, auf einmal, ne? Okay. Aber ruf Jay an. Ah, gut gemacht, Mann. Oh, danke, Mann. Ich und Vinicius beste Freunde. Hey, die Leute sehen dich schon bei der WM in Buenos Aires. Wenn du da siegst, werden sich viele Türen öffnen. Glaub mir. Oh, klar doch, na klar. Aber weißt du, uns steht noch viel Arbeit bevor. Jay ist wieder gesund. Sein Team wieder zusammen. Jetzt müssen wir nur noch hart arbeiten, planen und trainieren, Mann. Gut, mit der Mentalität schaffst du es auch zu den Profis. Ey, Vinicius, Mann! Ey, Vinicius! Boom! Bis dann! Das war geil gemacht. Also, wie die Story und sowas gemacht haben, was das angeht, war schon nice. Aus Brasilien zurück wieder at home. Und anscheinend ist unser Kapitän wieder topfit. Da ist er. Ja. Oh! Geil, Jay! Siehst gut aus! Ist er sauer auf uns? Wo ist dein Kamerateam? Hey, es sind fast alle da. Bereit fürs Training? Wie war New York? Echt super, hab dich vermisst. Tja, weißt du, ich stehe da nur so mit meinem Koffer und warte aufs Taxi zum Flughafen. Dann kriege ich einen Text von Bär. Ich wäre ersetzt worden. Wer ist Bär? Und während ich noch überlege, was das soll, kriege ich einen Anruf von Van Gils. Van Gils. Ein echter Freund. Ich hätte es aber eh rausgefunden, du plärst ja pausenlos auf deinem Channel rum. Ich lag Ed in den Ohren. Ich sagte ihm, ich wollte das Team aufbauen. Dieser Generation fehlt dir Respekt, Jay. Hey, seid mal ehrlich, ich hab das Team aufgebaut. Chill mal ein bisschen. So, ja, ist scheiße gelaufen, klar, hast recht. Aber, Bro, sieh auch ein, wozu du uns gebracht hast und wozu ich uns gebracht hab, okay? Dann ist alles gut. Die meinen, sie posten ein paar Clips und dann gehört ihnen die Welt, die wir aufgebaut haben. Und ich hab ihm widersprochen. Weil ich wusste, dass du Talent hast. Ich glaube, dass dieser ganze Online-Kram nur gute PR ist. Ich dachte, dir geht's um Fußball. Hey, mir geht's um Fußball. Du hast mich blamiert. Vor meinen Freunden, vor der Kamera. Wie soll ich denn darauf reagieren? Nein, nein, du verstehst das falsch, Jay. Dann klär mich auf, Ref. New York war ein spontanes Ding. Bea, sie hat mir nie gesagt, wen ich ersetze. Meinst du, ich hätte das gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass ich dich ersetze? Ja, Mann. Ed hatte recht. Hä? Du hast null Respekt. Hocharbeiten kennst du nicht. Meinst du echt, du kennst mich? Mann, ich weiß, es geht immer nur um dich. Um mich? Wir sind um die Welt gereist. Haben uns für dich angestrengt. Für den Neuaufbau. Für dich, Jay. Für dich. Digga, was? Und das glaubst du?
Jay. Das Team ist da. Bereit fürs Training. Können wir... Lass uns das nachher klären, ja? Es ist schon geklärt. Viel Spaß in Buenos Aires. Was heißt das? Jay! Jay, er ist jetzt raus, oder was? Ich hab's nicht verstanden. Sind wir jetzt raus aus dem Team oder ist Jay raus? Und er spielt auch in Buenos Aires, aber anscheinend nicht bei uns. Okay. Das wird krass in Buenos Aires. Let's go. Oh. Wow, was haben wir kranke Sitzplätze. Bisher auf dem Flugzeug immer nur diese Mini-Sitzplätze gehabt, wo ich paranoid geworden bin, weil so wenig Platz da war wegen den Beinen. Das nenne ich mal Beinfreiheit. Schon krass. Was? War nur so ein Gedanke. Ja. Jay ist nur sauer. Wird schon wieder. Ah, jetzt ist eh zu spät. Was, wenn ich ein paar Legenden anrufe? Uns fehlt nur noch ein Spieler. Vielleicht sucht noch irgend... Hä? Uns fehlt ein Spieler? Kann doch gar nicht sein. Hä? Jemand... ein Team. Ich denke nur, wir haben's vermasselt. Junge, uns fehlt immer ein Spieler. Weiß. Wir sind auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Und die? Das ist dein Erfolg. Vermasseln sieht anders aus für mich. Danke, Sydney, Mann. Aber sie hat ja auch voll viel dazu beigetragen, hä? Eigentlich sollte sie sauer sein, wenn sie nicht im Rampenlicht steht. Wisst ihr, wie ich meine? Warte, jetzt muss ich mal kurz auf diesen scheiß Fähigkeitsbaum. Kann doch nicht sein, dass wir immer nur 2 Skillpunkte haben. 6! Oh, Junge, und ich warte die ganze Zeit. Das wurde die ganze Zeit falsch angezeigt. Okay, wir brauchen nur noch 2 Stück und dann haben wir 5 Sterne Skills. 5! Darauf sparen wir schon die ganze Zeit. Okay, let's go. World Championship in Buenos Aires. Sag mir bitte, ich sehe ein paar Argentinos. Keine Antwort von den Legenden. Ah, uns fehlt ein Spieler. Am besten zeigen wir der Welt, dass wir hier sind. Wir wollen uns registrieren. Warte, das muss ich dringend festhalten. Oder nicht? Ich genieße es gleich live. Da ist der eine, der hinter uns ist doch... Das nicht. Jay Senior hat sich schon registriert. Hab ein neues Team. Jay? Was ist hier los? Tja, so läuft das halt im Leben, wenn man seine Ambitionen über die Loyalität stellt. Wir haben dein Team zusammengeführt, Jay. Naja... Kein J10 ohne Jay Senior. Was? Das ist doch alles Quatsch, Jay. Was heißt das? Du hast alles weggenommen, was meins war. Aber nicht meinen Namen. Deine Subscriber sind doch kreativ. Kein Problem. Ist jetzt nicht so, dass ich weine wegen J10. Nein, wir können den Namen nicht mehr benutzen, Mann. J10 ist Geschichte. Wer sind wir? Bitte lass mich schreiben. Ja! Wir sind die Vatos. Vatos Locos! Vatos Locos Forever Kanal! Und wir brauchen noch ein Bild. Der mit den Diamanten in den Augen. Nee, der mit den Rosen in den Augen. Den nehmen wir. Boom! Heimplatz. Buenos Aires. Das ist unser Heimplatz. Buenos Aires. Vatos Locos Forever Kanal. Okay, erste Runde. Gegen Lokina. Ich weiß jetzt schon, wir spielen im Finale locker gegen J10, oder? Obwohl die eigentlich niemals ins Finale schaffen würden. Ich bin ehrlich. Hä? Wir haben hinter uns Argentino. Wir haben hinter uns diese goldene Sonne und Blau. Ganz zufällig. Geil. Let's go. Vatos Locos Kanal. Das sind unsere Trikots. Okay, die sehen dünnschiss aus. Ich bin ehrlich. Konnten wir die auch ändern? Wenn ja, hab ich's vermasselt.
Let's go, Jungs! Und Sydney! Gogo. Ah! Wir haben es geschafft. Erst wenn wir gewonnen haben. Gute Einstellung. Okay. Alles ist gut, solange wir wild sind. 3, 2, 1. Egal, wo ihr herkommt. Ich spiel direkt vorspulen, aber es ist sonst peinlich. Wir machen das zusammen. Genau hier. Genau jetzt. Und jetzt zeigen wir der Welt, wer die Besten sind. Ja! Ja! Let's go! Verlass dich auf uns, Rev. Okay. Und los geht's! Let's go, Nassim. Let's go, Nassim. Buenos Aires sieht so schön aus, wow. Leider sieht man nicht so viel. Schöne Waffen. Digga, die haben den Riesen in der Mannschaft. Hä? Ist das ein Bug? Die haben den Riesen in der Mannschaft. Da ist ein Riesen in der Mannschaft. Der bunt ist. Der Riese ist bunt! Erst wenn er den Ball hat. Ja! Das muss das Tor sein. Das muss das Tor! Ja! Let's go! Wichtig! Ich kann immer noch laufen. Ey! Das ist nicht normal! Nein! Nein! Ja! Ja! Mein Tor! Orale! Guckt euch das an! Boom! Guckt euch diesen Riesen an, er ist bunt! Er ist bunt! Guckt euch an, er heißt O! Wir haben seinen Namen, er heißt O! Tschüss! Ja! Wir können laufen, während er jubelt. Tres, dos, ja! Selbst in der Animation ist der Riese ein Riese! Und können wir ihn verpflichten, ist jetzt die Frage, 9,6er Bewertung. Spieler verpflichten? Ja! 65er Stürmer, der dafür ein Riese ist. Oh, aber auch ein 84er Verteidiger. Wir nehmen den Riesen. Let's go. Einfach ein Riese. Boom. Scheiß auf den Verteidiger. So, Jungs. Die nächsten Spiele gibt es dann in der nächsten Folge. Da zocken wir die WM zu Ende. Wir haben das erste Spiel gespielt, haben den Riesen verpflichtet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video einen Daumen nach unten da. Schreibt unten in die Kommentare nichts. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Ay, Locos.